In diesem Video geht es um den Handgelenkseinsatz beim Bunkerspielen. Ein ganz interessantes Thema. Bitte bleibt dran, wir starten jetzt. Hallo, hier ist Christoph Bausek von Progressive Golf Video. Und das hier ist das vierte Video von einer sechsteiligen Serie zum Thema Handgelenkseinsatz im Golf. Wenn du mit dem ersten Teil beginnen möchtest, dann habe ich unten in der Beschreibung einen Link zu der Playlist hinzugefügt. Es würde mich sehr freuen, wenn du im Anschluss zu diesem Video auch die anderen Videos ansiehst. So, ich möchte dir ganz kurz den Star dieser Serie vorstellen. Das ist ein Handgelenksensor von der Firma HackMotion, den ich mir vor kurzem besorgt habe und jetzt seit ein paar Wochen damit ja, wirklich erfolgreich unterrichte. Und mit diesem Gerät werden wir jetzt dann die ganzen Messungen durchführen. Damit du nachher die Analyse verstehst, die ich mache, müssen wir ja, leider einen ganz kurzen Crashkurs machen in die Anatomie des Handgelenks. Im ersten Teil dieser Videoserie habe ich das ja alles ein bisschen genauer erklärt. Hier oben findest du übrigens eine Infokarte, wo du dir den ersten Teil nochmal anschauen kannst, beziehungsweise habe ich hier unten in der Beschreibung auch einen Link hinzugefügt. Aber damit du jetzt nicht gleich aussteigen musst, können wir auch jetzt das ganz kurz so durchgehen. Und zwar, wenn wir von der Anatomie des Handgelenks ausgehen, gehen wir zuerst von einem flachen Handrücken aus. Wenn das Handgelenk so nach hinten gebeugt ist, nennt man das eine Dorsalbeugung. Wenn das Handgelenk in diese Richtung gebeugt ist, ist es eine Palmarbeugung. Wenn das Handgelenk in diese Richtung winkelt, ist das ein radiales Winkeln. Und wenn es in diese Richtung hinuntergeht, ist es ein ulnares Winkeln. Also wir haben Palmar, Dorsal, wir haben radiales Winkeln und ulnares Winkeln. Du brauchst jetzt keine Panik haben, ich werde dann nachher bei der Erklärung das Ganze auch noch schön darstellen, damit du das besser verstehst. Ach übrigens, in meinem Kanal geht es um Golf und um darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn du in Zukunft nichts versäumen möchtest, dann bitte ich dich, meinen Kanal zu abonnieren und die Aktivierungsglocke daneben anzuklicken, damit wir uns in Zukunft eben nicht mehr versäumen. Kommen wir zum Bunkerschlag und da sieht man eben meine 17 Grad dorsale Beugung im Handgelenk im Setup und dann sieht man eben Top of Backswing, dass ich auf einmal nicht etwas wegnehme wie bei den anderen Schlägen zuvor, sondern wirklich beim Bunkerschlag selber gebe ich sogar etwas dazu. Ja, also ich bin jetzt oben mehr dorsal gebeugt, das heißt ich versuche eben die Schlagfläche aktiv ein bisschen mitzuöffnen und dann im Impact erlange ich ungefähr wieder dieselbe Handgelenksbeugung wie beim Start. Das Ganze schaut dann so aus beim Graf. Noch einmal, du siehst eben am Ende des Aufschwungs oben habe ich deutlich mehr als wie in der Adressposition. Dann beuge ich das Handgelenk wieder Richtung Palmar und kurz vor dem Treffmoment beginne ich wieder sehr, sehr aggressiv Richtung Dorsal zu arbeiten. Das heißt wirklich, ich gebe wirklich so eine kleine Watschen da hinauf, dass der Ball mit der Scheibe Sand hinausfliegen kann. Wenn man dann den Ulna- und Radialgrafen anschaut, dann sieht man, dass ich wieder ein Plateau hier oben habe im Übergang, dass ich hier das Handgelenk mehr oder weniger lasse oder sogar etwas verliere und dann aggressiv Richtung Ulna arbeite, bevor ich dann sofort nach dem Treffmoment wieder radial hinaufwinkel. So, kommen wir zum Bunkerschlag, eine kurze Wiederholung. Die größten Unterschiede zu den normalen Schlägen waren diese. Erstens einmal hatte ich nicht so viel ulnares Winkeln am Start, sondern war etwas mehr radial gewinkelt als bei den anderen Schlägen. Also der Schläger war tiefer. Das zweite, was aufgefallen ist, war das, dass das Handgelenk deutlich mehr Dorsalflexion hatte. Das war in dieser Position. Das habe ich deswegen gemacht, damit ich das Schlägerblatt ein wenig aufrotiere
was dann später im Treffmoment hilft, den Bounce ins Spiel zu bringen. Dann ist noch aufgefallen, dass ich hier sehr aggressiv wieder Richtung Ulnar gearbeitet habe, aber sehr schnell nach dem Treffmoment wieder Richtung Radial gegangen bin und das Handgelenk war extrem dorsal. Frage des Tages. Mich interessiert, versuchst du den Bunkerschlag zu spielen wie einen normalen Pitch-Schwung oder hast du eine andere Handgelenkstechnik bisher verwendet? Bitte kommentiere hier unten. So, im fünften Teil dieser sechsteiligen Serie über den Handgelenkseinsatz beim Golf geht es um einen Schlag, den nur sehr wenige Amateure beherrschen, nämlich um den Punch, den Schlag, wo man den Ball flach unterm Wind spielt. Also bitte schaut rein, ist ein sehr interessantes Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihm einen Daumen hoch gibst und bitte vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit wir uns in Zukunft nicht versäumen. Also, wir sehen uns dann hoffentlich gleich beim nächsten Video. Tschüss!